Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir spielen heute das Kit Spinne und die Spinne startet mit einem schwarzen Lederhelm und 32 Spinnenweben, welche sie werfen kann. Sie hat durchgehend Speed 1 und kann auch Wände hochklettern. Ja, Leute, es ist gerade ein kleiner Fail passiert und zwar, ich habe vorgestern die Spinne vorproduziert und jetzt habe ich gesehen, wollte ich es gerade hochladen, gucke mir das Video an, das exportiert wurde und denke mir so, ach scheiße, die komplette Facecam hat gelaggt. Das bedeutet, man hat nur das Gameplay gesehen, aber die Facecam hat immer gestockt und ich hatte die Rohdatei nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt eine neue Runde aufnehmen. Ich bin gespannt, ob die was wird. Auf jeden Fall, Alter, da muss ich... Verzeih mir, wenn die Runde jetzt nicht in so einem guten 720p kommt. Die kommt dann nämlich jetzt wahrscheinlich in 4000 Mbit statt in 7000. Die Bitrate meine ich. Denn normalerweise ist es ja so, Leute, ich lade in 7000 Bits hoch, denn dann ist die Qualität besser, als wenn ich sie in 4 Bits hochlade. Aber 4 Bits sind auch ganz okay. Okay, wenigstens 3 Eisen. Ja. Ist schon ganz okay. Hauptsache, ich habe 3 Eisen. Da kann ich mich nicht komplett beschweren. So. Ich hatte jetzt nämlich schon alles... Was? War der gerade Dieb? Und nur weil ich die andere Kiste gelootet habe, wurden mir jetzt die Eisen... die 2 Eisen aus dem Inventar gestohlen? Oder was war da jetzt los? Hä? Das begreife ich irgendwie gar nicht. Ey, lass es einfach. So, für die Leute, die sich jetzt gerade fragen, ey, mit wem redest du da? Ich meinte meinen Bruder, denn der schaltet jetzt einfach die Mikrowelle ein um 1 in der Früh. Aber das ist halt so in unserer Familie. So, erstmal hier ein Schwert. So, gut. Dann... gleich mal Schuhe zur Tarnung, ja. Ich möchte ja nicht, dass wir auffliegen. Dann so und so. Okay, super. Passt, 35 Block ist jemand entfernt. Dann hole ich mir noch ein bisschen was zu essen hier. Die Kiste ist nicht neu gespawnt. Schade. Ich dachte, die ist neu gespawnt. Hey, ich möchte das Essen haben. Ich habe das Essen jetzt nicht bekommen. Ey, was machst du denn da oben? Okay, also auf jeden Fall ist da oben jemand. Der da oben möchte auf jeden Fall, dass ich ihn runterhole. Dass ich ihn runterhole. Okay, jetzt fliegt er erstmal. Und er ist tot. Okay, da habe ich ihn auch noch down. Boah, das war jetzt aber ganz kurz spannend hier. Das dachte ich echt. Meine letzte Stunde hat geschlagen. Aber da haben wir ihn dann doch noch gut bekommen. Gut. So, ich gebe mir noch ein paar Erfahrungsfläschchen. Gut. Wir haben die Spinne jetzt noch kein einziges Mal benutzt. Ich bin gespannt, wann unsere erste Aktion mit der Spinne passieren wird. Ist da jetzt wieder so ein Tower-Bauer oder ist das ein ganz normaler Spieler? Ich schätze, der ist ein normaler Spieler. Jupp, eindeutig. Und, oh, den haben wir jetzt auch noch bekommen. Alter, was ist denn hier heute los? Okay, es ist, ich glaube, ein Känguru hinter uns. Ich esse ganz schnell was. Und rüste mich in der Zwischenzeit aus. Okay, so. 29 Blöcke. Scheiße, jetzt laggt es bei mir. Okay, wir müssen ihn eindeutig einnetzen, sonst haben wir hier hinten keine Chance mehr. Okay. Ich bin echt gespannt, wie wir das jetzt lösen werden. Das wird ein spannender... Oh, 157 Blöcke. Och, zum Glück, Leute. Ich hatte gerade richtig Panik, dass wir das nicht mehr packen. Aber zum Glück wurden wir ja dann eh geportet. So, gut. So, erstmal ganz kurz runterkommen. Jetzt haben wir richtig viele Spinnweben verschwendet. Aber wie ihr seht, kann die Spinne eben solche Spinnweben schießen. Das ist schon ein ganz guter Vorteil, aber... Er hat uns jetzt quasi
auch nichts gebracht, weil wir alles verschossen haben. Da waren wir jetzt aber selbst schuld. Das hätte nicht passieren sollen. Ist aber passiert, ne? Oh, schmeiße ich da einfach mal die Hose weg. So. Oh, toll, jetzt sammle ich wieder alles ein. Ich bin auch so ein Idiot. Tut mir leid, es ist 1 Uhr morgens. Ich dachte, ich kann das Video schon hochladen und dann passiert sowas. Das müsst ihr mir einfach verzeihen, ja? Das müsst ihr mir einfach verzeihen. Enchantment Table, geil. Ich feiere das. Schärfe und Stärke, komm schon. Okay, super. Super Trooper. Hier gucke ich noch schnell rein, okay. Jetzt könnte ich mir eine Goldhose machen. Ein Goldhöschen. Werde ich mir wahrscheinlich auch machen. Oh. Liebe Kiste, ich habe eine Frage. Warum darf ich jetzt nicht mal hier was essen, bevor sie verschwinden? Das finde ich jetzt echt schon richtig gemein hier. Also ich glaube, ich werde jetzt dann demnächst mal eine Anzeige erstatten. Und das geht meiner Meinung nach einfach nur zu weit. Er da vorne denkt sich so, YOLO. Oh, Alter, was war das denn jetzt? Jetzt wurden wir aus dem Kampf rausgeportet. Och Mann, wie doof ist das denn jetzt? Oh, das ist jetzt mal richtig doof. Ich wollte ihn gerade noch so töten und dann werden wir da einfach geportet. Das kann es ja nicht sein hier. Nee, tut mir leid, Leute, aber das kann es einfach nicht sein. Ich habe mich jetzt schon so gefreut. Und es leckt bei mir auch noch ein bisschen. Es kommt auch noch mit dazu. Das ist nicht so geil. So, die besten Bedingungen hier das Spiel zu gewinnen habe ich ja nicht. Vor allem, weil ich ja nicht mal eine Hose habe. Eine ordentliche. 152 Blöcke, gut. So, eine Hose. Und weiter geht's. So, das Essen hier runter. Gut. 84 Blöcke. Da vorne in der Wüste ist auf jeden Fall jemand. Okay. Das ist ein Känguru, so wie es aussieht. Und wenn wir das... Da müssten wir jetzt aber gewaltig aufpassen. Müssen wir jetzt aber richtig aufpassen, denn die jagen sich. Und wenn ich es aber taktisch genug schaffe, ihn jetzt zu töten. Okay. Ja! Und da habe ich ihm im Lauf noch eine mitgegeben. Das war jetzt ein guter Schuss. Wie gesagt, das kann die Spinne. Sie hat durchgehend Speed 1, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also die Spinne hatte durchgehend Speed 1, kann an Wänden hochklettern und Spinnenweben werfen. Die Spinnenweben haben wir geworfen. Vielleicht hat es ein bisschen Verwirrung gesorgt. Einnetzen konnten wir damit nicht. Ich muss sagen, mit dem Kit Spinne wurde das Kit Angsthase ein bisschen unnötig gemacht, denn mit dem Kit Angsthase ist man ja mit wenig Leben schneller, aber dieses Kit hier hat dauernd Speed 1 und deshalb kann ich einfach nur sagen, mein Fazit zu dem Kit ist, das Kit ist ein sehr faires Kit, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht overpowered, ich finde es aber richtig, richtig cool und ich finde, die könnten mehr solcher Kits machen. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und wenn ihr die Folge geil fandet, dann lasst einfach mal ein Like. Das würde mich unheimlich freuen. Und ja, wie ihr seht, Deutschland ist Weltmeister. Hier schöne Trikots. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.